Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 14. Da haben wir uns vorhin darauf verständigt, zu Beginn der Sitzung IC Heilbrabern. Und das ist ein Antrag vom Kreisausschuss. Ja. Das Wort für Wünsche, Herr Lammert-Becker. Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wurden Mitte des Jahres im Rahmen eines Arbeitsgespräches, welches der Nordhessische Verkehrsverbund mit der Deutschen Bahn geführt hat, danach darüber in Kenntnis gesetzt, dass beabsichtigt ist, den Systemhalt, den C-Halt in Brabern ja, zu verändern, ein Stück weit auszudünnen. In welchem Umfang war seinerzeit noch nicht bekannt. Begründet wurde das Ganze damit, dass die Ein- und Aussteigerzahlen in Brabern relativ niedrig seien und dass man insofern einen neuen Standort ins Auge gefasst habe, wo man sich erhoffe, dass mehr Personen den IC letztendlich nutzen. Angedacht als Alternative zu Brabern ist Stadt Allendorf. Dort sind zumindest zwei große Industriebetriebe. Und man hat insofern von Seiten der Bahn damit argumentiert, dass in Stadt Allendorf mehr Menschen den IC letztendlich nutzen, dass also eine stärkere Nachfrage da ist. Ich habe diese zunächst noch interne Informationen aus dem Arbeitsgespräch zum Anlass genommen, gemeinsam mit dem Bürgermeister der Gemeinde Brabern, mit Herrn Steinmetz, mit dem Nordhessischen Verkehrsverbund, einen Gesprächstermin mit Herrn Dr. Vornhusen anzuberaumen. Herr Dr. Vornhusen ist Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für das Bundesland Hessen. Wir haben uns von Herrn Dr. Vornhusen über die Planung dann im Detail informieren lassen und das hat uns doch mehr als erschrocken, das will ich an dieser Stelle sagen, denn nach den Planungen der Deutschen Bahn ist vorgesehen, dass lediglich morgens zwei Pendlerzüge in Richtung Süden, also Richtung Frankfurt, bestehen bleiben sollen und abends zwei Züge in Richtung Norden, also Richtung Kassel. Alles andere, nämlich fünf Zugpaare über den Tag verteilt, möchte die Deutsche Bahn in Brabern wegnehmen und möchte das Ganze dann in Stadt Allendorf ansiedeln. Meine Damen, meine Herren, ich denke, da muss man kein Prophet sein. Wir machen uns damit natürlich zum einen die Sorge, dass allein die Ausdünnung dazu führen wird, dass Brabern deutlich an Attraktivität verliert. Und zum zweiten muss man natürlich auch gegenwärtig sein, dass eine solche Ausdünnung, fünf Zugpaare, fünf im Norden, fünf in den Süden, dazu führen wird, dass das irgendwann der Anfang vom Ende insgesamt sein wird und wir irgendwann in Brabern wirklich die Situation haben, da wird überhaupt kein IC letztlich mehr halten. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir hier natürlich unseren Protest erheben, meine Damen, meine Herren. Das kann nicht sein. Wir fordern auch für den ländlichen Raum, dass der IC-Halt in Brabern so bestehen bleibt, wie er momentan ist. Und wenn man hierbei berücksichtigt, dass die beiden größten flächenmäßigen Landkreise, nämlich Waldeck-Frankenberg, die auch erheblich betroffen sein werden, und der Schwarz-Eder-Kreis, dann eine überörtliche Anbindung nur haben in Richtung Norden bei Bildung und in Richtung Süden Kreisab, dann bedeutet das, der ganze Mittelbereich des Schwarz-Eder-Kreises inklusive Waldeck-Frankenberg haben keine Anbindung, die entsprechend Nähe bietet. Das andere ist, die Kreisstadt Homberg würde deutlich schlechter zukünftig zu erreichen sein, denn für Homberg ist Brabern der ausschlaggebende Bahnhof und die beiden Kurorte Bad Wildung und Bad Westen hätten keine Anbindung mehr an den Fernverkehr und viele Kurgäste kommen natürlich mit der Deutschen Bahn, nicht mit dem ICE und wollen damit auch zum späteren Zeitpunkt wieder abreisen. Und der dritte Punkt, auch den hat man offensichtlich verkannt. Wir haben in Fritzlar noch einen großen, der Bürgermeister noch einen großen Bundeswehrstandort, der uns natürlich auch ganz wichtig ist. Und auch hier wird das Mittelzentrum Fritzlar letztendlich mit diesem Standort vom Fernverkehr
insgesamt eine Situation, dass 35.000 Menschen etwa in der mittleren Region des Schwalm-Eder-Kreises vom Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn abgeschnitten würden. Das ist nicht akzeptabel und deshalb haben wir auch gegenüber Herrn Dr. von Husen angekündigt, dass wir mit allen Kräften, mit allen Möglichkeiten, die wir haben, dagegen vorgehen werden. Die Abgeordneten, auch hier aus dem Haus, sind natürlich alle angeschrieben worden und um Hilfe gebeten worden. Wir haben Briefe an die Hessische Landesregierung natürlich herausgegeben und haben auch die Gelegenheit gehabt, Herr Steinmetz und meine Person im Rahmen einer Veranstaltung mit Herrn Grube, dem Bahnchef, letztendlich ein entsprechendes Gespräch zu führen und unsere Sorgen vorzutragen. Das Ganze ist auch deshalb absurd. Da will ich mal den Blick auf die Gemeinde Brabant selbst lenken. Weil natürlich dieser Bahnhof in den letzten Jahren mit erheblichen Mitteln an Attraktivität gewonnen hat. Das heißt, dort haben Umbauten stattgefunden. Dort ist eine Grundsanierung des Bahnhofsgebäudes gemacht worden, mit einem Kultur- und Reisezentrum, mit modernen Toilettenanlagen, einer Park-and-Ride-Anlage, einer modernen Übergangsstelle zum Busverkehr. Und das ist ganz wichtig, insgesamt in der Vergangenheit Investitionen von 3,9 Millionen Euro. Nicht alle konnten das der Presse entnehmen. Da ist erst vor kurzem, vor wenigen Wochen, Monaten, zu Beginn des Jahres, eine neue Finanzierungsvereinbarung geschlossen worden. Dort soll nämlich der Bahnhof die gesamte Bahnsteiganlage noch einmal für rund 11 Millionen Euro umgebaut werden. Und da ist auch die Gemeinde Brabant mit erheblichen Mitteln über 1,5 Millionen mit beteiligt. Ich halte das schon für unverschämt, dass ich an dieser Stelle sagen. Tinte unter diesem Vertrag, die ist noch nicht trocken. Alle freuen sich letztendlich, dass eine weitere wichtige Infrastrukturmaßnahme mit 11 Millionen Euro in unserem Landkreis hergestellt wird. Und im gleichen Zuge, ein paar Monate später, kommen Pläne der Deutschen Bahn auf den Tisch, Brabant letztendlich vom Fernverkehr abzukoppeln. Und das bei Investitionen von 15 Millionen Euro. Meine Damen, meine Herren, das sind schwarze Körner Streiche, das ist ein Unwert. Sie alle wissen, es gibt diverse Resolutionen, die in den letzten Tagen und Wochen verabschiedet worden sind. Einige werden in den nächsten Tagen auch noch folgen, weil der Frankenberg, der Kreistag, wird sicherlich noch einen Beschluss fassen. Kommunen, Pritzler ist mir jetzt auch zugegangen, die betroffenen Kommunen haben Resolutionen verabschiedet und wir bitten Sie herzlich, da ich bis heute keine Antwort von Herrn Bahnchef Grube erhalten habe, dass auch wir als Schwalm-Eder-Kreis, als Kreistag eine solche Resolution auf den Weg bringen. Was Ihnen vorliegt, ist mit der Gemeinde Brabant auch abgestimmt, deckt sich mit der Resolution, die die Gemeindevertretung Brabant auch mit großer Mehrheit beschlossen hat. Und ich darf Sie alle bitten, auf überörtliche Ebene muss die Möglichkeit haben, mit dafür zu werben und auch zu kämpfen, dass der IC-Halt in Brabant uneingeschränkt bestehen bleibt. Ja, vielen Dank, Herr Landrat Becker. Als nächster das Wort Herr Kollege Weinmeister von der CDU. Herr Kreistagsvorsitzender, meine Damen und Herren, ich glaube, dass die Situation, wie sie sich in Brabant darstellt, im Landrat ausreichend und ordentlich dargestellt worden ist. Die Frage ist, wie geht das jetzt weiter? Kollege Siebert und ich, wir hatten uns im Zuge der letzten Woche sowohl an Bahnchef Grube gewandt, als auch an den Verkehrsminister Lobrindt und auch an Herrn Dornbusen. Wir haben Ende letzter Woche Antwort bekommen, das ist dahingehend deswegen positiv, weil das Antwortschreiben, was uns zugegangen ist, zumindest darauf schließen lässt, dass ein Nachdenkungsprozess
Wenn Sie das auch noch zugeben in einem Brief, ist ja schon mal ein Weg. Von daher ist es vollkommen wichtig, dass wir als Kreistag uns in besonderer Art und Weise für diesen Erhalt des Inzil-Standortes bzw. Haltpunktes wahr und stehen. Für den Bereich Fritzlar, für den Bereich Radbildung, für alle die, die den direkten Anschluss haben, aber auch für Hochmeiger, ist das die Möglichkeit, an dem Fachstadtverkehr zu schließen. Und deswegen ist es notwendig, für den Bereich des gesamten mittleren Schwabierkreises diesen IC halt auch für die Zukunft zu sichern. Und dazu werden wir als CDU-Fraktion in besonderer Art und Weise alles versuchen, dass dies auch erhalten bleibt und dass es für die Zukunft dann auch der IC-Standort in der Frequenz bleibt. Genauso wie Schwabstadt, die uns genauso wichtig sind. Und ich wünsche mir, dass sehr schnell die Bahn nicht nur die Gelder für den Bahnhof, wie es der Landrat gesagt hat, den Bahnhof zur Verfügung stellt, sondern die Schwabsteller bitte nicht so lange fahren müssen, weil dort auch notwendige Sanierungsmaßnahmen angesagt sind, gerade in der Frage Behindertenfreundlichkeit, in der Frage Zugänge im Bereich des Bahnhofes Kreisa. Deswegen, ich hoffe, dass diese Schwarzenberger Schneider, als der Landrat eben genannt, in Zukunft nicht sich wiederholen bei der Bahn, aber ich habe mir sagen lassen, dass es vielleicht im Kreisausschuss bald viele Schwarzenberger Streit gibt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Meinmeister. Als nächstes soll der Kollege Dr. Franke von der SPD und dann Herr Dr. Kohl von der FDP. Sehr geehrter Herr Kreuzmann, meine Damen und Herren, ich glaube, der Landrat hat sehr sachlich den Sachverhalt geschildert. Der eine oder andere, der Facebook-affin ist, hat vielleicht gesehen, dass wir, dass ich persönlich auch mit Profalla geredet habe, dass wir nicht nur Herr Formlosen auch angeschrieben haben und Profalla und auch Formlosen haben uns gesagt, dass insbesondere nachmittags in Bavar niemand einsteigen würde, vor allem den Donnerstag. Und das war für uns wenig schlüssig. Und die Stadt Bavar, der Bürgermeister Klaus Steinmetz, hat jetzt mal gezählt. Die hat wirklich mal tatsächlich gezählt und haben geschaut auf den Brief von Vornhusen, den er mir geschrieben hat. War von ganz wenigen Bewegungen die Rede und bestimmt schlicht und ergreifend nicht. Es kann sein, wir haben uns zu gucken, von Stadt Allendorf, wie die Zahlen sind, aber es kann nicht sein, dass dann bei einer summarischen oder nicht seriösen Zählung im Grunde genommen man mit Bavar, was den IC halt nachmittags anbelangt, gleich eine Änderung in den nächsten Fahrplan vornimmt, bevor man die Zahlen wirklich seriös geklärt hat. Und ich glaube, insofern ist es richtig und wichtig, dass wir heute beschlossen über alle Fraktionen hinweg uns hier engagieren und sagen, so geht es nicht, in Anführungszeichen, den IC halt zu schließen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich glaube, die prüfen nochmal und sie werden nochmal prüfen müssen. Und auch der Kollege Reimers hat ja nochmal angesprochen, dass auch Kernstadt ein Thema für uns ist, Barrierefreiheit. Wir haben das ja auch nicht nur hier im Kreistag, sondern auch in verschiedenen anderen Gremien. Wir haben uns da alle engagiert. Barrierefreiheit 2017 ist unser Zielmarke. Auch das haben wir noch mit Vornhusen besprochen. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man öffentlichen Nahverkehr ernst nimmt, dass wir auch nachschauen, auch diskutieren, auch alle, die sich in dem Bereich auf Bundes- und Landesebene dabei sind, dass wir immer wieder nachfragen, weil wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. In dem Sinne muss man es hier wirklich sagen. Dankeschön, meine sehr verehrten Damen. Vielen Dank, Herr Dr. Franke. Als nächstes das Wort der Kollegin Dr. Kuhl von der FDP. Es ist alles schon gesagt, aber ich möchte nur noch nicht nochmal wiederholen, aber ich möchte auf zwei, drei Sachen nochmal kurz hinweisen. Tatsächlich der Standort in Fritzlar mit nicht nur der Bundeswehr, der sehr wichtig ist, sondern tatsächlich auch für die ganzen Studierenden, die fahren. Das ist das, was wir wahrgenommen haben. Wir haben vor zwei Wochen Samstag in der Fußgängerzone eine Unterschriftenaktion gemacht und haben auch versucht, unsere Bürger zu beteiligen und den Bürgern die Möglichkeit zu geben, durch eine Unterschrift das Ganze zu unterstützen. Und wenn wir es als Parlament nicht machen, die einzelnen Stadtparlamente nicht machen, dann kann man es von unseren Bürgern nicht verlangen.
Weitere Wortmeldung, Herr Kollege Weigand.